Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jawohl, ihr seht's richtig. Transport Fever. Es ist eine neue Karte. Ich starte mit euch eine neue Runde. Und zwar habe ich mir hier eine Karte geholt aus dem Workshop. Und zwar handelt es sich hier um eine experimentelle Map. Also Größe, experimentelle Größe. Und zwar um komplett Norddeutschland. Wie ihr sehen könnt, ist Husum, Flensburg. Alles Mögliche dabei, sogar hier oben die unsere Nordküste, ja, Bremen, Oldenburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden, alles dabei. Bis runter nach Dresden geht das hier, die Geschichte. Und was habe ich hier vor? Ja, zuerst, wenn es euch gefällt, lasst es mich gerne wissen mit ein paar Daumen und vielleicht auch dem einen oder anderen Kommentar. Damit zeigt ihr mir, dass ihr daran Interesse habt und ich spiele das hier weiter. So, was habe ich hier vor? Kurz und knapp, wir gehen hier wirklich nicht auf den Wirtschaftsaspekt, sondern auf den reinen Schönbau. Das heißt, wir haben auch keine Kosten, habe ich nicht angestellt und die ein oder anderen schönen Deko-Assets. Zuallererst versuchen wir natürlich hier, hier haben wir schön Hof, Zwickau, Gera, Leipzig und hier haben wir Dresden. Dresden Hauptbahnhof habe ich auch als Mod. Und wir versuchen hier tatsächlich zuerst vorrangig die Städte erstmal mit dem Personenverkehr zu verbinden, sowie auch den Nahverkehr innerhalb der Städte. Und später dann werden wir uns mal um die Geschichten mit den Rohstoffen kümmern. So, aber ich habe gesagt, zuerst mal Dresden. Und wir werden hier auch anfangen, wirklich über die Langstrecken, lassen wir hier ICEs fahren. So, dann gucken wir mal. Wir schauen mal hier rein. Jetzt müssen wir uns kurz selber wieder ein bisschen sortieren, weil es ist schon doch eine Weile wieder her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. So, wir möchten einen Bahnhof, Personentransport. Genau, Bahnhof. Mal gucken. Dresden-Neustadt. Wir haben hier einen Bahnhof Dresden-Neustadt. Setzen wir auch hier hin. Frage ist nur, wo setzen wir die hin? Also ich werde es nicht maßstabsgetreu und original nachbauen, obwohl ja Dresden meine Heimatstadt ist, aber wir werden hier dennoch Wert drauf legen auf den Schönbau. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir das am geschicktesten hier reinfädeln. Natürlich möchten wir den in der Epoche 1990 mit Höchstgeschwindigkeit, Oberleitung, Straßenanschluss und elektrifiziert. So, wie schaut denn der 1950 aus? Okay. Da ändert sich nichts. Gut. Ich würde sagen, wir den mal, wenn es möglich ist, irgendwo hier hinter. Und lassen dann auch die eine oder andere Straße da erstmal verschwinden. Genau. Bauen die Geschichte hierher. So, jetzt brauchen wir mal unseren Bulldozer. Komm mal rein hier. Das nehmen wir weg. Und hier nehmen wir auch die Geschichte weg. So wie hier auch. Richtig, denn hier wird der Zug lang rödeln. Und das gleich mal kurz wieder an hier. Ein Stückeli. Weil das überhaupt nicht so toll gefällt hier, dass die Erhöhung drin ist. Okay. So, Hochgeschwindigkeitsgleise. Ist auch richtig schön geworden, die Karte hier mit. Ja, okay, hier haben wir ein bisschen. Muss man. Damit muss man leben, wenn man eine Höhenkarte holt aus dem Internet. Aber doch, wir haben hier schon auch die ein oder anderen Berge. Also es ist wirklich eine richtig schöne Karte und vor allem auch monstermäßig groß. Somit auch prädestiniert wirklich für Hochgeschwindigkeitsstrecken. So, die erste Strecke. Wir legen erstmal hier die Gleise schön raus. Und
Mach mal so. Das können wir hier nicht angleichen lassen. Dann machen wir das mal anders. Nehmen wir nämlich hier weg. So. Ja, so könnte ein Schuh raus werden. Weil es natürlich auch sinnvoller wäre, wenn man das erstmal gerade ziehen würde, ein Stückchen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Machen wir auch. Mach aus, weil dann können wir dann auch schön die Weichen legen. So. Oder nicht? Doch, jetzt gerade noch daraus. Das können wir nutzen als Durchfahrtsstrecke. Wird man auch nutzen als Durchfahrtsstrecke, sofern wir das denn so machen wollen. Ja, dann wird hier wieder das ein oder andere Gebäude drauf gehen. Aber so sei es. Die wachsen ja wieder, ne? Wächst er hier wieder raus. So, brauchen wir da noch. Und hier möchten wir natürlich auch eine Gleise. Und das da auch einmal ran. Und hier legen wir das auch nach innen. Dann müsste das ja nämlich... Ich wollte es gerade sagen, dann müsste das ja passen. Aber wenn wir da Stück für Stück gehen, können wir ein wenig bescheißen. Ne? So, da haben wir diese Strecke erstmal zumindest ausgehend fertig. So, unser erstes Ziel wird sein... Unser erstes Ziel wird sein Leipzig. Suchen wir uns mal einen schönen Bahnhof aus. Moderner Regionalbahnhof. Anzahl Gleise. Mach mal 4. Länge 320. Hochgeschwindigkeit. Leipzig hat eigentlich auch einen schönen Bahnhof. Mal, na, was macht er jetzt? Haben wir den großen Bahnhof. Durchgangsgleise machen wir einen. Doppelbiegung, Biegung mit Weichen. Was macht denn der da hier? Doppelbiegung. Terrain-Gleichung nicht möglich, weil wir hier ziemlich auf dem Berg sind. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Denn wir setzen den... Ah, der hängt jetzt gerade ganz schön. Ja, die so. Ich möchte doch nur den Bahnhof dahin haben. Irgendwie. Jetzt lasst mich doch den Bahnhof da bauen. Da ganz weit unten möchte ich es nicht haben. Ich bin zu weit weg. Hier drüben darf ich nicht, oder was? Das kann da wohl nicht wahr sein. Gut, dann müssen wir ein bisschen einebnen hier. Weil das natürlich
Ja, genau. Das fällt genau in die andere Richtung ab. Da oben möchte ich ihn auch nicht. Und wenn wir den aber hier reinsetzen, müssten wir halt ein bisschen was wegnehmen. Aber hier könnte der gut hinpassen. Dann werden wir hier Leipzig ein bisschen aufreißen. So. Gehen wir mal hier gleich ein bisschen die Ebene gerade. Und wir schnappen uns unseren Bahnhof. Na, noch einmal. Ah, seht ihr? Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. So setzen wir den da rein. Machen wir dann hier auch schön den Strecken entlang mit Schallwänden, Schallschutzwänden. Hallo. So, von da drüben. Bloß mal gucken, was wir hier hinten haben. Da sind noch die ein oder anderen Städte. Okay, dann kommt er hier so ziemlich, denke ich mal, auf den mittleren Gleisen hier an. Ziehen wir hier auch erstmal ein Stückchen vor. Und das einfach schon mal fertig haben, das Stückle. Oh. Und nicht da dran snappen. Und so. Darüber müssen wir. Oder? Jawollo. Da müssen wir hin. Dann schnappen wir uns hier das Gleis. Rechts auf rechts. Eine Brücke hier rüber, das möchten wir auch nicht unbedingt. Aber weiter runter kommen wir hier nicht. Aber wir kommen. Müssen hier weiter runter. Irgendwie. Aber das wird zu steil. Deswegen müssen wir da hier tatsächlich wahrscheinlich eine Brücke reinziehen. Oder aufschütten. Das schaut doch okay aus. Das schaut okay aus. Doch. Kann man lassen, was ist das hier? Da hat es ein Feld hin projiziert. Ist auf jeden Fall ein Highlight für die Kinder und für die Eisenbahnverrückten. Mit dem ICE dann über so eine lange Brücke zu ballern. Wobei wir jetzt hier wieder hoch müssen. So allmählich. Das wird jetzt schwer. Das wird jetzt relativ schwer. Oder gehen wir die Brücke rein? Ich möchte aber gerne noch höher. Das lässt aber nicht so ganz zu. Das wird ein Problem werden wegen Schiffsverkehr. Weil auf der Elbe soll schon der ein oder andere Kutter fahren dürfen. Weil die hier natürlich ein Stückchen Grünfläche haben. Sollte eigentlich machbar sein. Das hier wieder runterziehen so langsam. Hallo. So, und dann müssen wir jetzt zu unserem Bahnhof rein. Und wir hatten gesagt, wir möchten ja zuerst die Geschichte hier haben. Machen wir hier die Häuser weg. Und die Zeit rennt mir schon wieder davon. Das ist ja unglaublich. Ich jetzt gerade mal so zwischenzeitlich auf den Timer schaue.
immer dann, wenn du gerade richtig Spaß hast wieder und vor allem richtig geprägt von Ideen bist. War auch nicht möglich. Und warum ist das nicht möglich? Nehmen wir halt weg. Mal ja nachziehen. Ja, nicht das Thema. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier, da ist das rechte Gleis. Naja, gut. Hier aus der Stadt raus, einigermaßen langsam um die Kurve und dann kann er mal Stoff geben da hinten. Der gute ICE, den wir heute unbedingt noch einsetzen wollen. Deswegen geben wir jetzt mal ein bisschen Gas hier. Und da noch ein Stückchen Strecke zu Ende. Und dann bloß, ja, jetzt haben wir hier ein Problemchen. Nein, haben wir nicht. Ändern wir einfach. Uki-zuki. Wir möchten hier aber relativ gerade reinkommen. Gibt ja eh noch mal die ein oder andere Weichen. So. Damit steht die erste Strecke eigentlich von Dresden nach Leipzig. So, bevor die guten Herren und Damen hier wieder am Meckern und Schreien sind, eine mittlere Straße, Tempo 50, das ist okay. Wäre vielleicht sogar ein Tunnel angebracht, oder? Ob man da rüberkommt. Das aus. Wie schaut das aus? Okay, jetzt ziehen wir das hier hoch. Ja, so kann man das machen. Das ist okay. Das ist okay. Geht schon. Hat man mir gesagt. Aber hier die kleinen Straßen, das ist auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Aber es ist ja schon eine relativ große Stadt Dresden, also nicht so ein kleines Landdorf. Dürfen auch die Straßen in der Innenstadt durchaus Tempo 50 befahrbar sein. So, da haben wir das. Wie machen wir das jetzt hier? Mit Tramgleise. Jetzt haben wir einen Blödsinn gemacht. Wollten wir eigentlich nicht unbedingt. Aber das lassen wir jetzt mal. Weil wir fahren die Geschichte ja dann eh noch da rein und raus. So, das machen wir mal weg da.
Von der Straße statt auswärts gehen. Da ein. Dafür anschließen. Und da nochmal. So. Muss gucken, dass wir hier was Gerades rausbekommen. So. Dann ist die Geschichte erledigt. Hier unten können wir. Ich also auch eine schöne lange Straße lang ziehen. Hier lassen wir die Guten dann am Bahnhof entlang fahren. Ich meine, die kommen ja eh wieder rüber. Wenn nicht das Thema. Nee, so wollen wir das nicht. Aber so. Guti gut. Dann machen wir mal hier die erste Linie. Und zwar ist es der ICE 1 DD nach Leipziger Kennzeichen. Weiß jetzt gar nicht, ich glaube nur L. DL. Berichtigt mich, wenn das falsch ist. Ich weiß, das werdet ihr auf jeden Fall tun. So. Ja, da drüben raus. Hier auf der falschen. Kein Thema. Oder vielleicht doch. Gucken wir mal. Denn. Setzen jetzt hier einfach mal eine Weiche rein. Und wir brauchen unsere Signale. Ausfahrt. Jetzt kommst du mir bitte da an. Und in Leipzig kommst du mir auch auf der Seite dann an. Machen wir hier auch noch eine Weiche rein. Und dann ziehen wir uns so allmählich mal unseren ICE in Kraft. Steigung zu groß. Ja, jetzt aber. Ach, weißt du was? Kann aber nicht wahr sein. Krümmung zu groß. Klar. Ich werde nicht mehr hier. Mal ein bisschen hochziehen. Dann einebnen. Jetzt aber, Menschenskinder, ich möchte doch nur eine kleine Weiche hierhin haben. So geht das aber nicht, mein Freund. Jetzt bergab. Könnte durchaus sein, deswegen. Mal gucken. Mensch, Leute, ich möchte doch nur noch den ICE jetzt in Verbindung. Hier in der, ne? On the railroad chicken.
Dann machen wir es halt anders. Machen wir nur eine hier rein. Das sind jetzt dennoch unsere Signale. Da, dann fährt er hier rechts raus. Und links wieder rein. So. Wobei, da angleichen, ne, das passt nicht, weil der kommt nicht auf die darüber, auf die Geschichte. Gucken wir mal hier unten die, weil das auch eine zu starke Denke hat. Ach, guckt an, hier geht's. Da geht es. Das einmal wegmachen. So, denn jetzt fährt er nämlich auf der richtigen Seite. Wenn du nach Leipzig reinkommst, fährst du auf der Spur. Momentchen. Fährt hier nur auf einem. Habe ich gerade einen Denkfehler, glaube ich. Ja klar, weil wir eine doppelte Weiche haben. Theoretisch würde es reichen, wenn wir das irgendwo in der Mitte einmal machen. Wo es so einen Kreuzpunkt gibt. Einmal irgendwo in der Mitte. Nehmen wir das nochmal weg hier. Und jetzt müssen wir nochmal hier drüben gucken. Ihr Lieben, ich hab's gleich. Lange jetzt wieder nichts mehr gebaut. Manchmal denke ich einfach zu kompliziert. Wir möchten von hier herausfahren. Wir möchten hier erstmal wieder Signale haben. Ja, jetzt Menschenskinder, ich möchte das nur auf derselben Höhe. Und wir möchten hier ankommen auf diesen Signal. So. Sollte es doch eigentlich ausreichend sein, wenn wir jetzt sagen, halt, doch keine Weiche, nee. Wieso ist jetzt immer die Krümmung zu groß? Ich werde gleich verrückt hier. Will er unter Tage bauen? Sag mal, wir hatten doch vorhin hier eine Weiche gehabt. Will er das nicht mehr? Jetzt so. So, Leipzig fährt raus. Hier drüber. Moment. Ich habe jetzt tatsächlich hier einen blöden Denkfehler. Das kann aber nicht wahr sein. Weil hier ist rechts, da drüben ist rechts gleich links.
Wobei wir eigentlich gar keine Weiche brauchen, weil wir fahren beide Gleise mit dem Zug da an. Möchten hier raus. Doch, wir brauchen eine Weiche. Möchten hier raus, fahren darüber. Kommen hier an. Fahren bis da hoch, rein. Kommen doch hier auf der richtigen Seite an. So. Und rausfahren. Tust du mir auf der anderen. Nee, guckt er sich hier? Okay, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge habe ich das. Wir setzen jetzt hier das Depot ein. Und dann lassen wir den ICE mal rödeln. Wo setzen wir ein Depot hin? Setzen ein Depot. Setzen ein Depot hier hinten hin. Hier in den Wald setzt man ein Depot rein. Oder doch hier vorne irgendwo rein. Manche, jetzt bin ich wieder so unentschlossen. Machen das hier. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da dann rüberkommen. Wird zu stark. Da. So. Dann kaufen wir mal einen Zug. Triebwagen. ICE. Wir kaufen da gleich mal eins. Drei Stück. Ich glaube, drei ist zu viel. Lass das mal zwei fahren. Weisen die unserer Linie hier zu. So. Machen wir mal hier wieder Play. Da haben wir ja immer noch Pause drin. Wird hier gemeckert. Genau, Verbindungsstraßen fehlen. Aber das ist uns erstmal egal, denn wir schauen uns unseren wunderprächtigen ICE jetzt mal an hier. Und fahren dann sogleich auch die Runde zum Ende hin mit nach Dresden. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Daumen, Kommentare, alles gern gesehen. Wenn genügend Daumen da sind, dann mache ich mit dieser Reihe hier weiter. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich sag schon Tschüss. Wir sehen uns in Dresden.